miteinander. Ja. Ich freue mich, wenigstens online bei Ihnen sein zu können. Vielleicht wissen Sie, dass Sachsen meine Heimat ist. Ich wäre natürlich gern gekommen. Ich bin in meiner frühen Kindheit in Radebeul aufgewachsen. Ab dem 10. Lebensjahr, 9. dann in Dresden, beim Schwester Kreuzdorf. Und bin mit Sachsen natürlich intellektuell, künstlerisch, gemeinschaftlich, also kurz emotional auch sehr verbunden. Aber es war mir nicht möglich, jetzt diese Reise anzutreten, weil ich noch einen Kurs bis heute Mittag hier hatte in Bayern und möchte so bei Ihnen sein. Das Thema ist natürlich uferlos und wir müssen versuchen, einige Akzente zu setzen, zumal ja, wie Sie das auch erfahren, selbst wenn ich erfahren, online eine ganz andere Kommunikationsform ist, als wenn man persönlich einander begegnet. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, das ich neulich las, vom 5. Mai 2024 in der Zeitschrift Die Zeit, ein Gespräch des Dichters, Lyrikers Volker Braun mit dem Journalisten Peter Neumann. Unter der Überschrift Die Geschichte macht keinen Kopf. Volker Braun sagt dort einen erschütternden Satz. Der heißt, der weltordnende Westen hat keine Ordnung mehr. Er nährt sich vom Kollaps. Wer von Ihnen weiß, und das weiß ich jetzt nicht, woher Sie kommen, welche Rolle Volker Braun in der DDR gespielt hat, gerade eben auch in Sachsen, in Dresden, er war für uns ein Intellektueller, der vorsichtige Opposition zu denken versuchte, in großen Sprachmetaphern. Volker Braun war nicht aggressiv, konfrontativ, wie etwa Wolf Biermann, aber in subtiler Weise ein Aufklärer, der die Scheinheiligkeiten, Verlogenheiten der Diktatur deutlich machen konnte in seiner Lüge. Wie konnte er das? Indem er etwas tat, ich durfte ihn selbst kennenlernen, weil ich mal in einem Zirkel schreibender Arbeiter, so hieß es bei uns, also im Lyrikseminar in der Schulzeit, an dem konnte Volker Braun sozusagen unser Genius war. Volker Braun vermochte es, scharfe intellektuelle Analyse, emotionale Klarheit und ein Engagement für die Sprache, für die Klarheit des Denkens, für die Wahrheit, wenn man so etwas pathetisch sagen will, miteinander zu verknüpfen. Deshalb war er uns wichtig. Und wenn der jetzt schreibt oder sagt, der weltordnende Westen hat keine Ordnung mehr, er nährt sich vom Kollaps, dann ist es eine erschütternde Offenbarung unseres Zeitgeistes. Wir verdrängen das gern, auch im Bildungssystem, und tun so, als ginge alles irgendwie weiter und als seien die Dinge technologisch lösbar. Gleichzeitig leben wir in einer Orientierungslosigkeit. Sie sind die meisten von Ihnen im Bildungssystem oder im therapeutischen Bereich engagiert und wissen, wovon ich spreche. Und einer Orientierungslosigkeit nicht nur unserer Jugendlichen, sondern auch unserer Kollegen an den Universitäten, in den sogenannten Ethikgremien, in der Politik sowieso. Und die treibende Kraft scheint die Angst zu sein, die man natürlich wie immer durch Pfeifen im Wald zu verdrängen versucht. Was kann Bildung bedeuten? Bildung, Ausbildung auch, beides eines inneren, starken Bewusstseins, das sich selbst kritisch erkennt und auf diese Weise die Probleme, die wir mit uns selbst, mit unserer Mitwelt haben, zu lösen in der Lage ist. Wir wissen heute über naturwissenschaftliche Daten, über Genetik, über Epigenetik, über den Einfluss des Bewusstseins auf die Regulationsprozesse des Körpers und gleich mehr als noch vor einigen Jahren. Und auch das heutige Wissen, das wissen wir, wird schnell überholt werden. Wir wissen aber auch und spüren das, dass nicht nur die Sprachen einzelner Gruppen in unserer Gesellschaft, die sogenannten Bubbles auch,
verschieden sind, sondern auch die Sprachen der Wissenschaftsdisziplinen. Das ist ein Riesenproblem, was wir meistens nicht genügend reflektieren, denn diese Wissens- oder Wissenschaftsdisziplinen schaffen Identitäten, in denen sich Menschen nicht nur mitteilen, sondern in denen sie sich formen. Dieser Sprachen gibt es also viele, und wenn wir in die Welt schauen, in die interkulturelle Situation unserer Welt, dann wissen Sie sofort, der Diskurs miteinander, der Diskurs über den Menschen mit uns selbst und auch in den sogenannten harten Wissenschaften wird in einer Kultur wie der chinesischen oder der indischen ganz anders geführt als in unserer. Wenn man meint, man könnte unsere Sprachformen, unsere Anschauungen, auch unsere Wertemuster einfach so übertragen und voraussetzen, dass der andere das schlucken kann, der das meint, irrt. Denn wir leben in einer Welt nicht des Singulars, sondern des Plurals. Wenn ich vorhin sagte, kulturelles Wissen ist sehr unterschiedlich in verschiedenen Sprachen kodiert, dann heißt das natürlich auch, dass es nicht nur in unserer analysierenden Sprache, wie wir sie in den Wissenschaftsdisziplinen pflegen, an den Universitäten, an den Schulen, dass also kulturelles Wissen vielleicht gar nicht mehr primär in diesen Sprachen kodiert ist, sondern in Kunstwerken, in Ritualen, in Erzählungen. Und aus diesem Grunde schon, weil unsere Wissenskodierung im kulturellen Kontext jeweils ganz unterschiedlich ist, sind neben den Wissenschaften Kunst und Religion ganz wichtige Aspekte der Bildung. Und sobald Sie einmal in nicht-europäische Kulturen schauen, dann wissen Sie, dass Kunst und Religion von Philosophie und auch, sagen wir mal, Grundlagendiskursen in den Wissenschaften überhaupt nicht zu trennen sind. Wir haben also unterschiedliche Perspektiven, nicht nur aufgrund der Interkulturalität, der unterschiedlichen Sprachgestalten, die wir haben, oder der verschiedenen Wissensdisziplinen, die verschiedene Sprachen sprechen, sondern wir müssen damit rechnen und kennen das, dass diese unterschiedlichen Sprachen Identitäten schaffen und dadurch auch Bruchlinien aufreißen. Was wir beschreiben als das Faktische, und jetzt gehe ich schon ein bisschen in eine abstraktere wissenschaftliche Sprache, was wir beschreiben als das Faktische, hat immer mit den noch nicht beschriebenen Erörterungen des Möglichen zu tun. Und ich möchte das Faktische und das Mögliche als zwei Betrachtungsformen der Wirklichkeit hier gegenüberstellen. Sie hängen miteinander zusammen. Beides gilt gleichzeitig, und das scheint ja der Grund, sagen wir mal so eine Grundlage für Bildung zu sein. Oder leichter ausgedrückt, wir sind Menschen und haben aufgrund dieser Tatsache oder dieses Faktums ganz bestimmte Merkmale, die wir als körperliche, als psychische, als mentale beschreiben können. Und damit auch natürlich, sagen wir ganz einfach, das, was wir als die Würde des Menschen bezeichnen. Aber gleichzeitig sind wir nicht einfach Menschen, sondern wir werden Menschen, weil die Potenziale, die in uns stecken, immer wieder neu aktualisiert werden müssen. Und ich möchte hier beginnen mit einer Provokation, die ich gar nicht vorgesehen hatte, die ich Ihnen aber in den Raum schleudern möchte. Wenn wir Sprache anschauen und Sprachbilder, dann sind die oft verräterisch über in uns und tiefer liegende Strukturen des Denkens oder auch der Emotionen, die wir gar nicht so aussprechen wollen. In unserem modernen Sprachgebrauch in der deutschen Sprache hat der Begriff der Gehirnwäsche einen ganz, ganz negativen, üblen und im Zusammenhang mit politischen Diktatoren geradezu erschreckenden Klang. Gehirnwäsche. Was ist das eigentlich? Und warum ist das ein negativer Begriff? Weil wir doch sonst von Wäsche im positiven Zusammenhang sprechen. Der körperlichen Wäsche, der Autowäsche, was weiß ich. Wäsche ist eine Reinigung, Nutzungen werden erkannt, es wird ein Zustand hergestellt, der klar ist, der angenehm ist, der auch ästhetische Qualität hat. Unser Gehirn bedarf es nicht auch der Wäsche, und wenn ja, wie und wann? Glauben wir etwa, dass die Art und Weise, wie wir denken, die einzig mögliche, die einzig richtige ist, mit der wir halt geboren sind und die eben unseren Charakter, unsere Eigenschaft ausmacht?
Oder wissen wir nicht viel mehr, verdrängen es aber meistens, dass unsere mentalen Prozesse, das, was wir vielleicht auch als die Verknüpfung von Emotionen, Kognition und Intuition vielleicht auch noch oder Intention beschreiben können, dass dies einer ständigen Wandlung unterworfen ist, dass wir also Menschen im Werden sind, dass wir nicht einfach irgendwie in der Welt so sein können und so sind, wie wir eben sind, sondern dass Prozesse der Selbstveränderung, der Fremdveränderung, auch der Manipulation ständig an uns und in uns abfinden, dass also eigentlich eine Gehirnwäsche, genau das wäre, oder eine Bewusstseinswäsche, was nötig ist. Aber indem ich das so sage, und ich sage das eine Provokation, weiß ich natürlich sehr gut, dass Gehirnwäsche meistens im Kontext von Manipulationen gebraucht wird. Manipulationen, derer wir uns manchmal bewusst sind, von denen wir aber viele gar nicht erkennen oder erst dann erkennen, wenn wir wirklich von einer anderen Kultur, von einer anderen Sprachform, von einer anderen Lebensform aus, also auf uns selbst schauen können. Mir scheint, dass diese Zusammenhänge, die ich jetzt hier nur andeute und anweise, Grundlage sind für eine Bildung, die sich ihrer selbst bewusst ist. Bildung ist immer, wie das Wort schon sagt, eine Formung, ist ein sehr künstlerischer Prozess. Ja, die bildende Kunst ist eine darstellende Kunst. Und in der Bildung, wie wir sie jetzt hier in unserem Kontext verstehen, ist der Mensch selbst das Kunstwerk. Ich gebrauche gerne folgenden Satz, den ich Ihnen als Kernsatz hier schon sagen möchte, der kommt vielleicht dann auch noch in den PowerPoint-Präsentationen. Der Mensch gestaltet sich durch seine eigene Gestaltung. Und das ist vielleicht das Grundlegende. Das betrifft nun aber nicht nur äußere Formen, kosmetische Formen sozusagen, unseres Körpers, unseres Verhaltens, unseres, sagen wir mal, wohlanständig gebildeten Umgangs mit anderen und mit uns selbst, sondern das betrifft vor allem die Art und Weise, wie unser Bewusstsein funktioniert, wie wir also mit den Prozessen, die wir als mentale, als emotionale, als kognitive beschreiben können, wie wir damit umgehen und wie wir sie gestalten. Diese Gestaltungsprozesse des Bewusstseins seiner selbst nennen wir Meditation. Der Begriff hat eine lange Geschichte, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das hängt natürlich in der Religionsgeschichte, vor allem mit der Geschichte des Mönchtums zusammen, weil man dort eben versuchte, konzentrierte Bewusstseinsprozesse hervorzubringen, um sie dann eben für tiefere Erfahrungen des Geistigen, als mystische Erfahrungen, als transpersonale Erfahrungen, heute entschiedenerweise beschreiben, auch als Peak Experiences oder so, das Bewusstsein dafür reif zu machen. Das gibt es in allen Religionen, gibt es in allen Traditionen auf verschiedene Weise. Das ist es, was Meditation ist. Meditation oder sagen wir es in einem anderen Wort, Meditation ist sozusagen die Praxis und Spiritualität ist der Rahmen. Spiritualität ist die Zielbeschäftigung des Bewusstseins mit sich selbst. Und Bewusstsein ist nun nicht einfach ein Ding, also gar nichts, das gibt es gar nicht, sondern das ist ein ständig sich überlappendes und neu formierendes System von Prozessen, von selbstreflexiven Prozessen, in denen sich Wirklichkeit selbst anschaut. Nennen wir es ruhig so. Ich sagte vorhin, wir sind Menschen und gleichzeitig wir werden Menschen, weil diese Potenziale, die im Menschlichen stecken, immer neu entwickelt werden müssen. Nun hängen die Beschreibung des Faktischen, ganz egal was wir nehmen, ob wir jetzt unsere Bildungssituation nehmen, ob wir das nehmen, was wir als KI begreifen und so weiter, das Faktische wird immer gedeutet in einem Rahmen. Und dieser Rahmen ist immer auch subjektiv historisch bedingt. Wenn also meine chinesischen Kollegen oder japanischen Kollegen etwa über künstliche Intelligenz sprechen, dann sprechen sie in einem ganz anderen Rahmen, in dem Prozesse, die wir als Bewusstsein bezeichnen oder Prozesse, die wir als das Materielle bezeichnen, ganz anders miteinander zusammengedacht werden. Und das ist das Interessante. Mit anderen Worten, wir haben es mit anderen Paradigmen zu tun. Unsere Paradigmen, ich gehe jetzt auf den Begriff, den der Wissenschaftshistoriker Thomas Kuhn geprägt hat, nicht im Detail ein, ich nehme an, Sie das kennen, aber Paradigmen sind grundsätzliche Verhaltensweisen, Methoden, Verfahren,
mit denen wir Wirklichkeit kennen wollen und erkennen können. Aber diese Paradigmen verändern sich und sie sind in verschiedenen Kulturen verschieden. Und das Spannende, was ich jedenfalls in meinem Leben als ungeheuer spannend erfahren habe, weil ich einige Jahre in Asien gelebt habe und aus asiatischen Traditionen gelernt habe, eben genau solche Bewusstseinsprozesse, Meditationsprozesse zu bestehen und einzuüben, mit mir selber und mit meinen Schülerinnen und Schülern. Solche Prozesse werden in anderen Kulturen anders angeschaut, als wir es gewohnt sind. Noch einmal, das Faktische, so sagte ich, wird gedeutet im Rahmen des Möglichen. Und das Mögliche besteht immer aus Erfahrungen, manchmal ganz bewusst gemacht, manchmal einfach so als Grundlage, der wir uns nicht bewusst sind, aus Erfahrungen der Vergangenheit und Erwartungen in die Zukunft. Denken Sie nicht, dass wir denkerisch erfassen könnten oder bestimmen könnten oder definieren, also abgrenzen könnten, was das Mögliche ist. Das Mögliche selbst ist ein etwas vager Raum von Erwartungen, die sich aufgrund von Vergangenheiten und vergangenen Erfahrungen speisen. Und die sind wiederum subjektiv und die sind auch in verschiedenen kulturellen Kontexten, in diesen verschiedenen Sprachräumen, von denen ich vorhin sprach, ganz unterschiedlich kodiert. Ich könnte so fortfahren und möchte aber, was für unsere grundlegenden Erwägungen über die Bildung vielleicht noch wichtig ist, Folgendes sagen. Wir sind so stolz darauf, dass wir in unseren Wissenschaften eine Objektivität erreicht hätten, ich sage das im Konjunktiv, die unbezweifelbar ist, die Wissenschaft sagt, und wenn die Wissenschaft etwas Autorität verkündet, dann gilt das, denn es ist objektiv und den Meinungen subjektiver Art entzogen. So denken ja viele Menschen und so haben wir es auch während der letzten Jahre, als die Wissenschaft bemüht wurde, politische Entscheidungen zu rechtfertigen. Sie wissen, worauf ich anspiele, auch die Gegenwart ist natürlich davon geprägt, ist diese Rhetorik immer da gewesen. Die Wissenschaft nimmt gleichsam den Platz der Religion an, statt mit Autorität etwas zu sagen, wird sie autoritär und wird benutzt, um Interessen durchzusetzen. Wissenschaft aber ist etwas ganz anderes. Wissenschaft ist zunächst einmal die Sammlung von Daten. Daten sind aber noch keine Vorstellung. Und gerade wenn wir jetzt dann in die Diskussion um KI eintreten, sind diese, ich will mal ganz allgemein sagen, kenntnistheoretischen Voraussetzungen, die ich jetzt sage, wichtig. Also Daten sind keine Vorstellung, denn Daten müssen verknüpft und in Kontexten verstanden werden. Mal ganz abgesehen davon, dass wir nie alle Daten haben, sondern schon in der Art und Weise, wie wir fragen und wie wir unsere technischen Apparate einstellen, eine bestimmte Selektion vornehmen. Also schon die Sammlung von Daten ist historisch nicht ohne Bedingungen, ist also nicht bedingungslos, aber dann müssen die Daten ja verknüpft werden und in Kontexten verstanden werden. Und das Verstehen von Daten setzt Vorannahmen voraus und Sprachbilder, die etwas suggerieren können, was durch die bloßen Daten überhaupt nicht abgedeckt ist. Ohne Vorannahmen und Denkmodelle dieser Art geht es aber überhaupt nicht. Aber wir müssen uns klar sein, dass jedes Modell dieser Art problematisch ist. Problematisch heißt, es muss angeschaut werden, es muss auf seine Validität, muss auf seine Voraussetzungen eben analysiert werden. Wir brauchen Modelle des Denkens, geht nicht ohne, aber die sind alle historisch bedingt. Kulturen entwickeln nun in ihrer Geschichte Modelle zur Beschreibung von Sachverhalten. Und diese Modelle gelten dann oft über längere Zeiträume hinweg als typisch, zum Beispiel für ein mythologisches Denken oder ein aufgeklärtes Denken, ein an Traditionalität orientiertes Denken oder typisch, was weiß ich, für die indischen, für die afrikanischen, für die chinesischen Kulturen oder eben den Rest, was immer das ist. Mit solchen Denkmustern identifizieren wir uns dann, aber bei genauer Betrachtung dieser Zusammenhänge und vor allem, wenn wir mal wirklich kulturell unterschiedliches erlebt haben, unterschiedliches Denken vielleicht auch, sogar in unterschiedlichen Sprachen Träumen genannt haben. Es wächst die Erkenntnis, die Pluralität der Modelle
relativiert die jeweils möglichen Ansprüche auf Geltung. Und das ist das, worunter wir so leiden und weshalb, wie Volker Braun sagte, wir uns vom Kollaps zu nähren scheinen. Die westliche Modellvorstellung, die erst übrigens 200 Jahre alt ist, auch im Westen, ist in der Welt nicht mehr das unangefochtene Deutungsmodell von Welt. Und wenn Sie etwa in Beijing oder in Neu-Delhi oder in Tokio unterwegs sind, dann merken Sie, die produzieren zwar ähnliche Produkte, Handys und Autos und dies und das, wie wir, aber die Verknüpfung, die Kontextualisierung dieser Produkte, der Gebrauch, der soziale Nutzen und so weiter und so fort, ist sehr anders kodiert als in unserer Welt und unserer Geschichte. Und der Verlust dieser, wir sagen manchmal, Deutungshoheit der Welt durch die Rationalität des westlich-wissenschaftlich-technologischen Denkmodells in der Welt, die ist es, glaube ich, die uns so zu schaffen macht. Und wenn wir versuchen wollen, die Dynamiken sowohl des Wissenschaftsbetriebs, auch des Bildungsbetriebs, der psychologisch beschreibbaren Entwicklungen in der Welt oder der politisch beschreibbaren Entwicklungen in der Welt zu begreifen, dann müssen wir als erstes begreifen, wir denken, wir nehmen wahr, wir urteilen und bilden Werturteile in Modellen, die sich ständig verändern und unsere eigenen sind keineswegs mehr die maßgebenden. Und dann gibt es nur zwei, und hier möchte ich mit Volker Braun sozusagen ins Gespräch treten, da gibt es zwei Haltungen. Man kann dies als großen Verlust empfinden, der werteordnende Westen, also die Dominanz des Westens für die letzten 200 Jahre oder 400 in der Welt, hat aufgehört, bietet nicht mehr die Ordnung der Welt, was wir sehen, sind die chaotischen Konvulsionen, in denen die Welt politisch, ökonomisch, geistesgeschichtlich im Moment sich bewegt. Sie nähern in unserer Wahrnehmung den Kollaps. Aber das muss keineswegs so sein, sondern man kann mit einem freien, mit einem geschulten, muss ich sagen, wir sind ja bei Bildung, Blick auf die Welt, diese Veränderungen, auch diese Pluralisierung der Deutungen von Daten, ich wiederhole, was ich vorhin allgemein sagte, mit einer großen Begeisterung oder mit einer großen Neugier treffen, indem man sagt, es ist ja spannend, das sind ja Entfaltungen des Möglichen, auch in uns selbst, die sich aber nur im Kontext der Widersprüche und der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen zeigen. Und was das bedeuten kann an einzelnen Punkten, noch ganz wenig ausgesucht, das möchte ich Ihnen jetzt mal ein bisschen zeigen aus meiner Begegnung mit den Indischen. Ich sage immer im Plural, weil das auch nicht eine einzelne ist, mit den Indischen und chinesischen, ostasiatischen, japanischen Kulturen. Wir können dann zum ersten Bild kommen. Nehmen wir jetzt das. Das andere war, nehmen wir erstmal das. Aufbau der Wirklichkeit. Sehr schön, danke. Dieses Bild habe ich entworfen und gezeichnet aufgrund meiner Studien einer der wichtigsten Philosophien, Lebensanschauungen aus den indischen Kulturen, den sogenannten Advaita Vedanta, also aus der nicht-dualistischen Philosophie Indiens. Was heißt nicht-dualistische Philosophie? Das ist das, was wir meistens und manchmal mit diesem etwas schwammigen Begriff des Ganzheitlichen bezeichnen. Das bedeutet, alle Aspekte der Wirklichkeit hängen miteinander zusammen. Das Mikrokosmische und das Makrokosmische, das Psychische und das Materielle, die verschiedenen Geisteszustände und so weiter, hängen miteinander zusammen und sind verschiedene Ebenen der Wirklichkeit, die miteinander interagieren oder auch kommunizieren. Ich will nicht ins Detail gehen, das ganze Studium der indischen Philosophie möchte Ihnen nur zeigen. Was Sie hier oben links stehen haben, ist Nirguna Brahman. Brahman ist der Begriff für die Wirklichkeit. Brahman ist das Ganze der Wirklichkeit. Wir sagen vielleicht, die Wirklichkeit oder die Realität. Nirguna bedeutet ohne Qualität oder jenseits von Qualität. Das heißt, wenn etwas eine Qualität hat, wenn ich sagen kann, es ist dies oder es ist das, dann habe ich eine Definition und Definition bedeutet Abgrenzung, dann habe ich nicht mehr das Ganze gedacht,
dann habe ich den Fokus sozusagen verringert, habe etwas herausgegriffen als dieses Etwas, das Grundprinzip jeder Phänomenologie, aber damit das andere ausgeblendet. Das muss ich machen, um erkennen zu können, aber ich muss wissen, das ist nicht das Ganze, sondern jeweils eine bestimmte Perspektive einer anderen Blick. Deshalb sagt man, das Nirvana Brahma ist für den menschlichen Verstand nicht erkennbar, es ist aber sozusagen erschließbar, es muss so eine grundlegende Wirklichkeit hinter allem geben. Heute nennt man das manchmal Coulomb Movement, der große Physiker und Philosoph David Bohm hat diesen Begriff geprägt, oder in Schule unter Quantentheoretiker, die auf dem Hintergrund der Kopenhagener Deutung der Quantentheorie, also wie es vor Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker und so weiter, den Begriff der Quanteninformation gebildet haben. Also etwas, was als grundlegende Wirklichkeit beschreibt, aber nicht definieren kann, sonst wäre es nicht das grundlegende Wirklichkeit. Klassische Religionen nannten das Gott. Das ist aber nicht erkennbar und damit kann ich auch letztlich nicht operieren, ich kann es zugrunde legen und es gibt gute Gründe, dies auch im Bewusstsein zu haben. Dieses Nirguna Brahman, also das qualitätslose Ganze, so könnte ich es mal übersetzen, zeigt sich nun Sakuna, also mit Qualität. Zum Beispiel als Elementarteilchen, zum Beispiel als das Gesetz der Gravitation, als das, was wir die kosmische Wirklichkeit nennen, alles mit Qualität. Und das ist nun, und da sehen Sie unten links in diesem Quadranten, die Darstellungsform sozusagen, die Ebenen der Realität, wie man sich das vorstellt. Ganz unten links sehen Sie Ishvara. Ishvara ist das, was man den persönlichen Gott, den Schöpfer, oder das Prinzip der Schöpfung, griechisch vielleicht auch die Archä, den Ursprung, das Prinzipium, das ist ja in Latein übersetzt, also etwas, was da ist. Dann hat sich Hiranyagarbha, das ist ein sehr interessanter Begriff, Garbha ist eigentlich die Gebärmutter und Hiranya ist goldene. Man kann es als die goldene Gebärmutter oder auch den goldenen Samen bezeichnen, Garbha kann beides bezeichnen. Es ist also der Status der Wirklichkeit als Möglichkeit, also in seiner Vielfalt der Möglichkeiten, wie nun dieses göttliche Schöpfungsprinzip entfalten kann. Wir können sagen, die Potentialität der Welt. Und die dritte Manifestationsstufe, Viraj, ist die Vielfalt der Welt, der Wirklichkeit, wie wir sie dann auch in unserem wissenschaftlichen Zugriff auf die Welt beschreiben können. Das, so sagt nun die indische Philosophie, ist die Differenzierung, und das steht oben links, die Differenzierung der Vielfalt der Welt in ihren materiellen Formen. Für die meisten indischen Philosophien, übrigens auch die chinesischen, ist unsere Unterscheidung von Materie und Geist und damit auch von natürlicher und künstlicher Intelligenz etwas ganz und gar Künstliches. Auch das Materielle ist eine in sich strukturierte und miteinander mit sich selbst kommunizierende Wirklichkeit. Es ist nicht das Materielle, was irgendwie objektiv existiert, sondern wenn wir von materiellen Formen sprechen, dann ist das eine Beschreibungsweise, unter der wir Wirklichkeit begreifen. Und man kann diese Wirklichkeit auch, jedenfalls nach diesem System, was ich hier gerade vorstelle, das ist weiter mit Data, in seiner Differenzierung in der Vielfalt geistiger Formen beschreiben. Geistige Formen sind subtiler, durchdringen einander mehr als die materiellen Formen. Das ist der Unterschied. Und das wird nun unten rechts in den verschiedenen Zuständen des Bewusstseins abgebildet. Da haben wir also zunächst den Tiefschlaf, Shushupti. Das ist ein Bewusstseinszustand eigener Art, der auch bestimmte Merkmale aufweist, wie wir auch aus der empirischen Forschung wissen. Dann unterscheidet man den Traumzustand, Taijasa, in dem sich das Bewusstsein wieder verschieden manifestiert, und das Wachbewusstsein, in dem wir gerade jetzt sind, Vishwar. Vishwar heißt eigentlich alles, das ist das Bewusstsein, das alles wahrnehmen kann. Es kommen nur noch Bewusstseinszustände hinzu, die von diesen drei nicht abgedeckt sind, und die stehen hier draußen, also draußen rechts, Turiya, oder manchmal auch Chaturtha genannt, das ist alles Sanskrit-Sprache. Das ist der vierte Bereich, neben oder hinter Schlaf, Traum und Wachen. Das ist der
Bereich, den wir meistens außergewöhnliche Bewusstseinszustände nennen oder transpersonale Bewusstseinszustände, ich hatte das vorhin schon genannt, mystische Einheitszustände oder Zustände des Flow und so weiter. Wir haben verstellt das Gefühl in unserer Psychologie nach Abgrenzung auch von Sigmund Freud, dass diese Zustände nicht einfach weginterpretiert werden können, sie sind da und sie sind oftmals wichtiger für unsere Persönlichkeitsbildung als ein Zustand, der sich vielleicht im Fachbewusstsein ergibt. Alle diese Zustände, alle diese Realitätsebenen, und ich muss einfach jetzt abbrechen, sind durchdrungen von einer einzigen formativen Energie. Oder wie es die französischen Philosophen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts genannt haben, von einem Elan Vital, also von einer lebendigen Antriebskraft. Und die nennt man in Indien den Atman. Atman ist mit unserem Wort Atem verwandt. Es ist die Grundenergie, die die Polaritäten des Lebens immer wieder hervorbringt, zum Ausgleich bringt, hervorbringt, kollabierendes wieder hervorbringt und so weiter. Das und diese Energie unterliegt allen Prozessen. Allen Prozessen, die wir als natürliche, als künstliche, als kosmologische, als mikrobiologische, als psychologische, als mental-spirituelle Schranke. Und das ist interessant. Das ist also ein Modell, in dem nun alles, was in der Welt geschieht, in Korrespondenzen aufgezeigt werden kann. Sie können sich sofort vorstellen, dass jemand, der mit einem solchen Lebensmodell, Denkmodell und natürlich auch zum Lebensmodell aufgewachsen ist, die Dinge in der Welt anders interpretiert, als wir das so gewohnt sind und in unseren Schulbänken und Universitätslaboren und dann auch auf den politischen Bühnen empfinden. Wir können zum nächsten Bild bitte. Dies vielleicht erstmal. Das bildet sich nun eben auch ab in dem Aufbau der Persönlichkeit. Ja, wenn Sie nach rechts schauen, fangen wir mal beim fünften an, im Namaya Kosha. Also der Mensch ist sozusagen wie eine Zwiebel und wird so dargestellt, das sind verschiedene Schichten, Kosha, das ist fast die Kleidungsstücke, die miteinander gelegt sind, der Persönlichkeit. Und da haben wir Annamaya Kosha, also das ist das Stadium oder die Schicht, die aus Anna, Anna heißt Nahrung, aus Nahrung gebildet wird. Das ist das anatomische, biologische Stadium, das sind die Stoffwechselprozesse, die sind ein Aspekt der menschlichen Persönlichkeit. Dann haben wir als nächstes schon etwas subtileres Stadium, den Pranamaya Kosha. Prana ist diese Lebensenergie, von der ich gesprochen hatte, die also alles am Leben erhält, ist der Atem, ist die Atemenergie, ist die Grundlage auch der geistigen Energie, die nun im dritten Stadium, im Manomaya Kosha, also wir können sagen, das ist die Psychologie, die wir als psychologische Ebene beschreiben, und dann als nächstes immer subtiler, also einander mehr durchdringend, einander mehr reflektierend, aneinander spiegeln, Resonanz miteinander, Vijnana Maya Kosha, da steckt Jnana, Gnosis, Erkennen, nicht wahr, als intellektuelles Stadium bezeichnen können. Und dann eben Ananda Maya Kosha. Ananda ist der Spitzenbegriff aller indischer Kultur. Wir übersetzen das meistens mit Seligkeit, das klingt ein bisschen abgeschmackt. Mir fällt auch nichts Besseres ein. Ananda ist die Glück, ist das Glück, die Lust, die Freude, die Begeisterung, die Ekstase des Lebens. Und das ist sozusagen der innerste Kern, der aktiviert werden kann, der sich in den Künsten zum Beispiel zeigt, in der künstlerischen Kreativität. Und all diese Zustände, einschließlich des anatomischen, des materiellen Zustands, werden, wie ich das vorhin in dem anderen Bild gezeigt habe, durch den Atman, durch diese innere Lebensenergie gesteuert, durch den inneren Lenker. Dieses innere Prinzip, durch die Griechen nannten das den Logos und so weiter. Und auf der linken Seite sehen Sie, wie das nochmal mit den verschiedenen Bewusstseinszuständen, Wachen, Traum und Schlaf und der
transpersonal athletischen, nicht dualistischen Erfahrung verbunden wird. Raumstofflicher Körper, Stula Sharira, Nahrung. Feinstofflicher Körper, Sukshma Sharira, das subtile, das feinstoffliche, wie wir das immer nennen, in diesen drei Bereichen darunter, und Karana Sharira, der Ursache, die, das, was einem zugrunde liegt, was mit dieser Erkenntnis, Hartmut Rosa nimmt diesen Begriff auf und sagt, also sozusagen, mit der Suppressor-Manns geschehen in tiefsten Lebenszusammenhängen gemeint ist. Wir kommen zum nächsten Bild. Das Ganze wird in der buddhistischen Tradition verfeinert und, wie soll ich sagen, auf den Begriff gebracht. Es wird also präzisiert, das, was ich Ihnen jetzt sehr vorgetragen habe, waren vor allem Metaphern, waren Bilder, und man versucht nun genauer zu untersuchen, wie funktioniert denn das? Oder wie kann der Mensch, ich hatte vorhin diesen Spitzensatz versucht zu prägen, indem ich sagte, der Mensch gestaltet sich durch seine eigene Gestaltung. Wie kann man das machen? Und was bedeutet wirklich hier Bildung, Ausbildung, Einbildung oder vielleicht auch Verbildung, wenn die verschiedenen Kapazitäten, Fähigkeiten, Potenziale des Menschen zusammenkommen und transparent gemacht werden und geübt werden? Ich war so wie jeder Künstler, der was weiß ich, ein Kunstwerk schaffen will, auf der einen Seite eine Intuition braucht, dann aber auch Übung, Übung, Übung. Sie wissen das, wenn Sie Klavier oder Geige oder sowas lernen oder auch vielleicht malen lernen. Übung, Übung, Übung. Durch den aktiven Gebrauch dieser Fähigkeiten entwickeln Sie sich selber. Wir haben dieses im Englischen sehr schöne Sprichwort, use it or lose it. Nämlich die Kapazitäten, sie werden durch die eigene Aktivierung ständig selbst aktiviert und verbreitert, so funktioniert unser mentaler Apparat. Und das lässt sich ja auch in den materiellen Grundlagen des Denkens, nämlich im Gehirn, ablesen. Und genau das versucht man mit diesen fünf Ebenen oder mit diesen fünf, ich könnte auch sagen, Stadien des Erkenntnisprozesses und der Bewusstseinsprozesse deutlich zu machen. Und denn das ist die Grundlage des gesamten Buddhismus. In allen seinen verschiedenen Formen, wie er sich in Indien ausgeprägt hat, dann nach Zentralasien gekommen ist und nach Ostasien, also in diesen verschiedenen Meditationsformen, in den Künsten, in der Kalligraphie, in dem, was Sie dann in den sogenannten Kampfkünsten sehen, wie Kendo und Schwertfechten oder in der Blumensteckzeremonie, die Banach und so weiter sich darstellt. Und das ist der Erkenntnisvorgang oder der Bewusstseinsvorgang, die Praxis von bewussten Prozessen, wie wir sie nun eben aufgrund dieses Schemas in den südasiatischen, ostasiatischen Traditionen verstehen können und sie zu praktizieren versuchen. Also ich gehe mal durch die einzelnen fünf Standards ganz kurz durch. Das nächste Bild bitte. Hier haben Sie den Rupa-Skanda. Skanda heißt wörtlich übersetzt eigentlich Haufen. Aber das ist eine, Sie wissen, so direkte wörtliche Übersetzungen sind oft schwierig. Also es ist eigentlich die materielle Wirklichkeit. Es ist die Realitätsebene, die wir als die materielle bezeichnen. Darum schreibe ich hier, Rupa-Skanda bezeichnet die materielle Wirklichkeit, wozu die Sinnesorgane lebender Wesen gehören. Und das ist ja natürlich für uns das ganz Entscheidende. Wir nehmen unsere Welt, einschließlich unserer selbst, durch die Sinne wahr. Und die Sinnesorgane sind Teil dessen, was wir als materielle Wirklichkeit bezeichnen. Das Materielle ist aber keine Substanz, auch nicht ein Konglomerat kleinster Teilchen, der sogenannten Kalamas, sondern das sind gleichsam Momente, Entstehungsmomente. Und im Englischen kann man das sehr gut wiedergeben als the risings, also etwas, was im Moment entsteht und gleichzeitig auch wieder zerfällt. Aus dem virtuellen Raum entsteht etwas, zum Beispiel ein Elementarteilchen oder ein Gedanke oder irgendetwas, kleinstes Teilchen oder kleinste Wellenbewegung, ein Arising, das geht dann mit anderen Arisings in Kooperation, geht also eine Kommunikation ein und dadurch entstehen die kleinsten Elemente der Wirklichkeit.
Und weil das eine Weile stabil ist, weil das nach Formen geschieht, ich gehe jetzt nicht auf die Formbildung ein, das ist natürlich nicht zufällig, sondern jede Form, die sich bildet, tut das aufgrund der Erfahrung, die sie selbst hat, also der vergangenen Formen, das nennt man Karma. Und das ist im kosmischen Geschehen der Planetenentstehung oder der Zusammenballung des kosmischen Staubes ganz genauso wie in der Entwicklung eines menschlichen Bewusstseins oder einer kulturellen kollektiven Identität, eines kulturellen Bewusstseins, einer Kultur und einer Sprache. Das sind also die Grundlagen, die man erkennen muss. Rupa-Skanda, materielle Gestalt. Aber das Entscheidende ist, es sind keine materiell festen Substanzen, sondern Arisings, also kleine Momente, die auch sofort wieder. Das ist die Grundlage menschlicher Identität. Jetzt kommen wir zum nächsten Standard. Vedana-Standard. Vedana heißt meistens Gefühl oder so übersetzt. Aber was hier gemeint ist, ist etwas sehr Präzises. Es ist die erste und im Wesentlichen, es ist schon eine Aktivität drin, aber erstmal passive oder instinktive Registrierung von etwas, was durch die Sinne vermittelt ist. Also ein Reiz, entweder aus der Außenwelt oder aus dem eigenen Körper, trifft auf unsere Sinnesorgane. Diese Sinnesorgane bilden nun diesen Reiz aber nicht ab, sondern sie selektieren bereits. Nicht alle Eindrücke werden hier aufgenommen. Das findet eine gewisse Vorsortierung statt, dessen, was wir gewahr werden oder nicht gewahr werden. Und diese Vorsortierung ist meistens auf Erfahrung basiert, sowohl auf der eigenen, es ist etwas angenehm, unangenehm oder neutral, es wird gleich irgendwie so registriert, gewertet also, und aufgrund dieser Wertungen nehmen wir etwas als etwas wahr oder nicht als etwas wahr. Und diesen Mechanismus ist genau zu durchschauen und genau zu erkennen, warum nehme ich etwas wahr, warum nehme ich es andere nicht wahr. Verdrängung ist schon ein viel späterer Prozess, sondern allein der Akt der Wahrnehmung ist schon etwas Aktives, kann geschult werden und kann von Vorurteilen oder von Vorsortierungen, wenn ich so will, die sich aus der Kultur ergeben, die sich aus der Sprache ergeben, die sich aus vorbewussten Annahmen ergeben, verstanden und sortiert werden. Das ist für Buddhisten der erste Schritt, dies zu erkennen und genau, warum reagiere ich, wie ich reagiere und warum nehme ich wahr, wie ich wahrnehme, müsste ich besser sagen. Denn das ist sozusagen der erste Schritt in die Bildung, in die Selbstbildung. Wir kommen ins nächste Bild. Samsara-Skanda ist jetzt aktives Erkennen. Das heißt, ich sortiere einen Reiz als etwas. Also ich nehme nicht nur etwas im Geräusch, im Ohr wahr, so wie im vorigen Stadium wie der Vedana-Skanda, sondern ich nehme das bereits wahr als entweder ein Geräusch, was störend ist, oder ein Klang, der schön ist. Vogelgezwitscher oder Glockenklang, wenn er nicht zu laut ist, kann was Schönes sein, wird sortiert und als dieser Reiz wahrgenommen. Wie geschieht dies? Aufgrund im Kontext gespeicherter Erinnerungen wird ein Reiz, der ankommt, bewertet oder katalogisiert. Dies sind die Voraussetzungen sowohl mentaler, denkerischer, kognitiver Prozesse als auch emotionaler Prozesse der Gefühlsbewertung. Und das zu erkennen und damit umzugehen, also wiederum zu erkennen, wie funktioniert eigentlich das, was ich meine mentale Realität nenne, das ist jetzt hier der nächste Schritt oder die nächste Ebene der Bildung des Bewusstseins. Wir kommen zum nächsten. Samsara-Skanda ist die Interpretation des Reizes nun zu einer Wahrnehmung. Eine Wahrnehmung, die als definierte Vorstellung, also ein Begriff erscheint. Zum Beispiel, also Glocke, was ich eben gebraucht habe, oder ein Baum. Ja? Ich habe ein Bild, ich habe schon einen Begriff und ordne das, was ich jetzt empfangen habe und zusammengesetzt habe zu einer Wahrnehmung, ordne es ein in einen größeren Rahmen. Und das meistens, ich mag das oder ich mag es nicht. Es wird sofort geordnet, ich begehre es oder ich empfinde es als angenehm
oder ich nehme es ab und empfinde es als unangenehm, weil es meine Identität betrifft und fällt. Damit wird der Wille aktiviert und besteuert. Das heißt, ich begebe mich in eine aktive Aus- und Ineinandersetzung mit dem, was an Reizen von außen oder eben auch von innen aus dem Körper angekommen ist. Daraus ergibt sich das Wollen, also mein ganzer Wollensprozess, der heißt Satsvichetana, und das ist die Intention, also die aktive Hinlenkung der Aufmerksamkeit auf dieses Objekt oder eben nicht. Alles, was wir dann an Sehnsüchten, Begierden, Konzentration, Weisheit, Handlungsabsichten und so weiter beschreiben können, psychologisch, gehört zu diesem Skanda, sind verschiedene mentale Formen, in denen sich dieses Wollen, also der Bezug zu den Dingen, darstellt. Aber ich wiederhole nochmal, was ich vorher sagte, das geschieht nicht irgendwie nach allgemeinen Weltgesetzen, sondern das geschieht immer auf dem Hintergrund meiner Biografie, also meine Wahrnehmung der Wirklichkeit zum jetzigen Zeitpunkt ist eine andere als meine Wahrnehmung der Wirklichkeit vor 10 Jahren, oder als ich ein Schüler, Schulbank in Dresden war. Und genauso geht das allen anderen Menschen. Das Wunder und das Staunliche besteht eigentlich daran, dass wir überhaupt einander verstehen können. Das sind wiederum Gründe, auf die wir dann gleich kommen. Aber wir haben eine ganz unterschiedliche Biografie. Wir haben nicht nur unterschiedliche Deutungen der Wirklichkeit, sondern auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Und wenn ich das erkenne und wenn ich das wirklich nachvollziehen kann, wenn ich es lerne, dann habe ich ein ganz anderes Verhältnis zum anderen, zu anderen Meinungen, zu anderen Lebensformen, zu anderen Sprachen, als das gewöhnlich der Fall ist. Das heißt, ich muss nicht manipulieren, um mich selbst durchzusetzen, sondern ich kann die Vielfalt der Welt dauernd zur Kenntnis nehmen und dann durch Kommunikation doch zu einer gemeinsamen Erfahrungs- und Handlungsstrategie mit anderen kommen. Das scheint mir, ist der entscheidende Bindungsansatz, den wir brauchen, also nicht lamentieren über den Kollaps unseres Weltbildes, wie das Volker Bartholomew sehr viele von uns tun, nicht wahr? Sondern mit einer gewissen Neugier und Begeisterung anzuschauen, hey, da werden ganz neue Möglichkeiten des Menschlichen aktualisiert. Wir kommen zum nächsten Skanda. Vijnana-Skanda ist nur das Bewusstwerden dessen, was eben hier in diesem ersten Skandas geschehen ist. Also mit anderen Worten, was wir jetzt gerade hier in diesem Vortrag ein bisschen versuchen, das ist dieses Bewusstwerden dieser Prozesse in unserem Geist. Es entsteht, wie ich das hier nenne, eine gewisse Verdopplung. Das heißt, das, was geschieht, das geschieht, aber gleichzeitig wird es mir bewusst in inneren Bildern, in einer inneren Anschauung, und das ist verbunden mit einem Ich-Gefühl, also ich mache das, entwickelt sich ein Ich, was überhaupt noch nicht klar war bisher, sagt es geschieht. Und dieses Ich empfindet sich als Gegenüber zur Außenwelt. Diese Aktivität ist mit dem jeweiligen Sinnesorgan verknüpft, das unterleitende Augenbewusstsein, Hörbewusstsein und so weiter, denn jede dieser Aktivitäten passiert nicht von alleine, sondern ist, wie wir gesehen haben, ein Auswahlprozess, also schon ein aktiver Prozess. Jedes Erkennen, dieses Hören, dieses Sehen, dieses Riechen, dieses Schmecken und so, ist eine Aktivität und nicht ein Reiz, der sozusagen auf eine passiv empfangende Platte gespeichert wird. Und wenn das alles zusammenkommt und wir diese Prozesse bewusst werden, dann ist das Vijnana-Skanda, dann ist das die Kreation eines inneren Bildes, eines inneren Ich-Gefühls, was also sozusagen die Verknüpfung dieser Skandas 1 bis 4 ist und dann so eine Art Identität herstellt. Aber eine Identität, bitte, die ständig im Wandel ist. Und es gibt dann viele Übungen und viele Beispiele, die uns zeigen, wenn ich sage, wen meine ich? Zum Beispiel, wenn Sie ein Bild betrachten, auf dem in Ihrer Mutter zeigt, da bist du 3 Jahre alt gewesen und Sie sagen, das bin ich. Wer ist denn das? Dieses Kind. Was ist da ich? Wo ist die Kontinuität? Wo ist die Person? Wo ist das, was da eigentlich geblieben ist? Wir denken sehr stark in Substanzen. Ich bin ich. Sämtliche asiatischen Kulturen denken vielmehr in Prozessen.
das ist etwas, was sich entfaltet und keine statische Identität hat. Und das verändert das gesamte Bild, das verändert die gesamte Haltung zur Wirklichkeit. Kommt zum nächsten Bild. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir von Meditation sprechen, ich hatte es schon eingeführt, kommen wir auf eine Bewusstseinsebene. Sie alle kennen solche Erfahrungen, die wir die mystischen Erfahrungen nennen. Sigmund Freud, das kennen diejenigen von Ihnen, die sich mit Psychologie beschäftigen, meinte, dass es sich bei solchen Erfahrungen, Ganzheitserfahrungen, um undifferenzierte ozeanische Gefühle handelt, also gleichsam um ein Eintauchen in eine vordifferenzierte, unentwickelte Ganzheit, in der Regression, in einen Bewusstseinszustand, der die Reflexion, die Differenzierung und die volle Bewusstseinsreife noch nicht kennt oder nicht mehr wahrhaben will. Nun, Freud hatte natürlich damals, hatte auch seine polemischen Gründe und Absichten, das so zu formulieren, aber es standen natürlich noch nicht diese interkulturellen Forschungen zur Verfügung, die wir heute haben. Wir wissen, dass solches mystisches Einheitsbewusstsein alles andere ist als ein ozeanisches Gefühl, alles andere als ein undifferenzierter Zustand, sondern ein hochreflexiver, differenzierter Zustand. Und von denen gibt es natürlich sehr viele. Wir kommen zum nächsten Bild. Also diese Zustände sind eine Integrationsleistung, eine Ganzheit. Hier schreibe ich das so und ich will, weil die Zeit fortgeschritten ist, das jetzt auch nicht im Einzelnen ausführen, es wäre ein anderer Vortrag. Ich schreibe nur, es ist aber unzutreffend, mystische Ganzheitserfahrungen generell als Regression zu interpretieren. Denn es handelt sich nicht um Primärerfahrungen in dem oben genannten Sinne des Ozeanischen, sondern um komplexe Einheitserfahrungen, in denen die rationale Differenzierung nicht ausgeblendet, sondern integriert ist. Der Grund für diese Gegenthese liegt schon in der Beschreibung dessen, was Achtsamkeit und Aufmerksamkeit genannt wird. Auch das ist Ihnen sicherlich vertraut, gibt es heute große Diskussionen darüber. Achtsamkeit ist ein Sich-Bewusst-Werden oder Gewahrwerden der einzelnen differenzierten Erfahrungsebenen, so wie ich sie versucht habe, Ihnen jetzt an diesen verschiedenen Modellen darzustellen. So, und wenn wir jetzt uns klar werden, was ist eine Beschreibung von Wirklichkeit, von Bewusstsein, von menschlicher Selbstgestaltungsmöglichkeit, dann haben wir ein Modell oder auch eine ganze Praxispalette vor uns, die also tatsächlich Bewusstseinsbildung ermöglicht, nicht in einem verschwommenen und unklaren Sinne, sondern in einem höchst differenzierten, höchst komplexen Praxisbezug, in dem wir tatsächlich das ausbilden können, was an Möglichkeiten in uns liegt. Und ich sage meinen Studenten also gern, glauben auch Kollegen übrigens, die sich so auf eine materialistische Reduktion begeben haben, oder sagen, ja, der Mensch ist eben so, der Mensch ist ein Gewalttäter und führt Kriege und macht dies und das und lügt und ist einfach dumm. Ist es wirklich vorstellbar, dass die Evolution so ein komplexes System wie das menschliche Gehirn, und ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, da schwindelt einem ja, was das an Komplexität ist, ein solches Instrument hervorgebracht hat, um dann nur das darzustellen, was wir gegenwärtig als Menschen so leben, nämlich ein ziemlich mickriges, selbstvergessenes und auch, lassen Sie mich so sagen, dummes und törichtes Leben. Ist das wirklich das Potenzial, das wir haben? Nein, natürlich nicht. Die Potenziale schlummern. Der Mensch befindet sich noch nicht mal in der Hälfte, in der Mitte der Evolution seiner geistlichen Möglichkeiten. Bildung bedeutet, darauf hinzuweisen, hey, da ist ein ungeheurer Raum der geistigen Möglichkeiten, der Entfaltungsmöglichkeiten, den wir erschließen können. Nicht zufällig, sondern durch eine gezielte, systematische Übung, durch eine künstlerische Selbstgestaltung unseres Lebens. Und dazu kommen wir jetzt. Nächstes Bild bitte. Ich habe hier verschiedene Thesen zum mystischen Ganzheitserfahren, so können Sie sich das sicherlich ausdrucken.
Ich nehme nur den letzten Satz, den ich gestartet habe, der das nochmal ausdrückt, was ich versucht habe zu sagen. Freud meinte, Mystik oder diese Bewusstseinszustände, die wir durch Meditation erreichen, ist eine Ich-Auflösung im Unendlichen. Ich versuche in meinem Buch, daraus habe ich das ja hier alles jetzt zitiert, zu zeigen, ganz im Gegenteil, es ist nicht eine Ich-Auflösung im Unendlichen, sondern eine Ich-Integration im Ganzen. Das können Sie sich dann mal auf der Zunge zu gehen lassen. Ich gehe jetzt auf die Details nicht ein und bitte einfach jetzt auch weiter zu scrollen. Also die nächste. Diese. Es handelt sich um eine strukturierte Einheit des Vielen, die uns in den mystischen Erfahrungen deutlich wird. Die nächste. Ich muss jetzt leider ein bisschen schnell sein, weil wir auch später angefangen haben. Also, hier werden Komplexitäten nicht ausgeblendet, sondern die Komplexitäten des Lebens werden integriert. Und das kann man natürlich jetzt so allgemein sagen. Das ist dann also das Studium dieser Bewusstseinszustände und der Praxen, die zu diesen Bewusstseinsentwicklungen führen. Die Geschichten, die dazu erzählt werden, die Bilder, die Musiken, die Tänze, die dafür geschaffen werden, zeigen das. Es ist ein Maximum an Komplexität und Integration. Bitte weiter. Wenn wir das nun alles, und das wäre der letzte Punkt, und ich sehe aber, ich muss zum Schluss kommen. Wenn wir das uns alles anschauen, was bedeutet das nun im Kontext der ganz wichtigen Diskussion unserer Entwicklungen der sogenannten künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligence? Ich möchte das ganz kurz so sagen und möchte jetzt die einzelnen Thesen, also Sie können Sie sich die gerne ausdrucken, möchte sie jetzt nicht erörtern oder kann sie nicht mehr erörtern, denn Bewusstsein und Materie, das haben wir gesehen, ich nehme nur diese erste These hier, sind nicht trennbar. Vielmehr können beide Kategorien als unterschiedliche Beschreibungsweisen für die eine Wirklichkeit standen werden. Wenn nun, und ich setze hier jetzt die neueren Interpretationen der Quantentheorie voraus, wenn die Welt als Materiebewusstseins letztlich Information ist, und das sind ja die Thesen, in denen man heute versucht, die Grundlagen der Wirklichkeitsauffassung zu beschreiben, dann sind Materie und Bewusstsein sowieso nicht getrennt. Materie und Bewusstsein sind nicht jeweils etwas für sich, sondern Begriffe und Anschauungen, unsere Beschreibungsformen. Im ganzen Kosmos steckt Selbstreflexivität, also das, was wir Bewusstsein nennen, von Anfang an drin, aber in verschiedenen Ausprägungen. Interessanterweise kehren nun diese Bewusstseinsformen, wie wir beobachten können, immer wieder. Man nennt das ja bekanntlich die Fraktale. Sind das vielleicht die Algorithmen der Evolution? Wir müssen darüber sprechen. Jedenfalls ist auf diesem Hintergrund der Einheit von materiellen und geistigen Prozessen doch ziemlich deutlich, dass wir ein Sprachproblem haben, wenn wir sagen, da ist natürliche Intelligenz und da ist künstliche Intelligenz. Was ist denn natürlich an der natürlichen Intelligenz und künstlich an der künstlichen? Das, was wir KI nennen, sind Prozesse der Vernetzung, die wir fördern. Also wir sammeln Daten, wir sammeln Verknüpfungen, wir nehmen naturgegebene Gesetze und Manipulationsmöglichkeiten, um diese Verknüpfung von Daten und die Wechselwirkung der Verknüpfungen von Daten zu beschleunigen und zu erhöhen, jedenfalls in Bezug auf unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Wir werden Teil des evolutionären Geschehens, das sind wir als Menschen schon immer, nicht nur in den letzten 300-400 Jahren der Wissenschaftsgeschichte schon, spätestens seit der neolithischen Revolution, also seit der Sesshaftwerdung des Menschen. Wir gestalten, indem wir uns gestalten, unsere gesamte Mitwelt mit. Und die Mitwelt, Sie hören bitte ganz genau hin, ich spreche nicht von Umwelt, denn nicht wir sind das Zentrum und alles andere um uns herum, sondern alles ist in Mitwirkung miteinander verbunden.
also unserer Mitwelt gestaltet auch uns. Zu dieser Mitwelt und Mitgestaltung gehört das, was wir selbst gestalten, und das ist unsere Kultur. Unsere Kultur besteht nicht nur aus Bildern und Musiken, sondern aus technologischen Entwicklungen, die wir dann gebrauchen können, um weitere technologische Entwicklungen, die Geschichte der Werkzeuge, herzustellen, oder eben auch Anschauungen der Kunst, in denen uns Verborgenes, Hintergründiges deutlich wird und als Schönheit oder das Gegenteil als Hässliches erscheint, um uns herauszukommen. All das sind kreative kreative Entfaltungen des menschlich Möglichen. Und dazu gehört genauso das, was wir im Bereich der KI erleben. Natürlich, wir müssen die moralische Frage, was wir damit machen, zunächst mal von der Welt anschaulichen, was das eigentlich ist, unterscheiden. Denn wir wissen alle, ohne Dynamit, wie Rosalinds Deckung Alfred Nobels, hätten wir unsere moderne Zivilisation nicht bauen können. Wir können mit Dynamit auch alles zerstören. Wir können mit anderen Worten, wenn wir das übertragen auf die Entwicklungen der Kommunikationsvernetzungen, die sich durch KI ergeben, wir können daraus ein Netzwerk beschleunigter Kommunikation und Komplexitätsverknüpfung machen, was uns ganz neue Möglichkeiten des Menschseins erschließt. Wir können das aber auch benutzen, um uns selbst, vor allem dann die anderen, zu manipulieren und in ein Stadium der Unfreiheit zu verwandeln. Wir können sogar vielleicht KI benutzen, um uns selbst überflüssig zu machen. Aber Sie wissen, das sind lange Diskussionen. Da braucht man gar nicht einzugehen. Jedenfalls möchte ich in Frage stellen oder zumindest problematisieren, dass diese Entgegensetzung von künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz auch der Hintergrund eines anderen Weltbilds problematisch ist. Und nun scheint mir eben letzter Satz. Wenn wir das bewusst machen in unserem Bildungssystem, wenn wir uns klar werden, wie das, was wir als materielle Prozesse beschreiben, oder auch physiologisch, ja, zum Beispiel die Handfertigkeit, also Körperwissen, und geistige Prozesse, wie eng das miteinander zusammenhängt, dass es eben ein Unterschied ist in der Bildung und Ausbildung unserer mentalen Fähigkeiten, ob ich noch eine Taste drücke mit einem Finger, moderne Kommunikationstechnologien, oder ob ich ein Wort schreibe, also hier auch einen Vorgang, einen zeitlichen Vorgang der Hervorbringung dieses Wortes darstelle. Und wenn ich durch moderne Technologien also versuche, dieses etwas aufwendigere Verfahren eines Wortes zu schreiben, zu vermeiden, dann schneide ich ganze Hirnprozesse ab. Ich lasse ganze Strukturen des Hirns verkümmern. Wenn ich das will, okay. Aber ich muss mir bewusst sein, was geschieht, wenn ich das tue. Und hier müsste unsere Bildung, sollte, dazu sind Sie ja versammelt, einsetzen, um zu fragen, was ist eine ganzheitliche Bildung? Kunst zum Beispiel, ich bringe das nur noch als kleine Provokation am Schluss, aber für Sie ist das sicherlich nicht Propaganda, aber für unsere Bildungsinstitutionen oder Minister und Ministerinnen schon. Kunst ist nicht eine Zugabe des Schönen am Sonntag, während wir von Montag bis Samstag ordentlich lernen und die Hardcore-Dinge, die eigentlich wichtig sind, lernen, sondern Kunst, die Kunst auch des Erzählens, die Kunst des Schreibens, die Kunst aller kulturellen Techniken, die wir kennen, des Tanzes, der Musik, der Bewegung, das Körperwissen, was damit verbunden sind, sind fundamental für die Entwicklung unserer menschlichen Möglichkeiten, von denen die kognitiven und die emotionalen in ihrer Verbindung trainiert werden müssen. Denn dieses Training, das wissen wir, schafft eine Basis, die dann im Ausgleich mit anderen Menschen das Soziale herstellt. Und wie stark das gefährdet ist in unserer Kultur, das hatte Volker Braun beschrieben, und ich möchte diesen Satz von Ihnen noch einmal, diesen erschütternden Satz vortragen. Der weltordnende Westen hat keine Ordnung mehr. Er nährt sich vom Kollaps. Damit das nicht so bleibt, oder damit das nicht wahr wird, haben wir diese verschiedenen Überlegungen angestellt. Dafür sind Sie jetzt auch in
diesen Seminar und bei der Gründung dieser Gruppierung. Dafür gründen wir in einem beteiligten Asien weltweit jetzt eine University for Life and Peace, weil wir dort das darstellen wollen, was Spiritual Ecology, so nennen wir das, spirituelle Ökologie bedeutet. Es ist ein Handeln, ein bewusstes Handeln, ein kreatives, künstlerisches Handeln an uns selbst, wie an unserer gesamten Mitwelt zugleich. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.